Heute ist ein ganz besonderer Tag, darum sind wir hier mit Free Assange Leipzig und mit Belmar Schleif. Am 5. April 2010 wurde von WikiLeaks ein Video veröffentlicht, das die Welt wirklich geschockt hat. Es war ein Video über eines der grausamsten Kriegsverbrechen, was von den USA begangen worden ist. Im Irak hat ein Apache-Hubschrauber Zivilisten angegriffen, bei dem sind 12 Menschen ums Leben gekommen. Unter anderem ein Vater, der Verletzten zur Hilfe eilen wollte und sich dann schützend auf seine Kinder geschmissen hat, die er gerade zur Schule bringen wollte. Wegen dieses Videos und anderer Veröffentlichungen von Kriegsverbrechen wird Julian Assange seit nunmehr 13 Jahren verfolgt, soll an die USA ausgeliefert werden und sitzt jetzt seit circa 5 Jahren in so einer Zelle, wie sie hier steht, auf 6 Quadratmetern, 23 Stunden am Tag eingekerkert. Und deshalb stehen wir heute hier, weil wir die umgehende Freilassung und das Ende der Folter von Julian Assange fordern. Es kann nicht sein, dass jemand, der uns über Kriegsverbrechen informiert hat, im Knast sitzt, während die Verbrecher immer noch frei rumlaufen und niemals zur Verantwortung gezogen worden sind. Und wir stehen hier heute, weil wir auch die Journalisten aufrufen wollen, die einfach nichts tun für ihn, außer ab und zu mal einen Bericht, in dem sie ihn auch wieder irgendwie diffamieren und irgendwie beleidigen. Es ist an der Zeit, dass er rauskommt, weil es geht ihm nämlich richtig schlecht. Und an alle Leute hier in Dessau, Julian weiß, dass wir heute hier stehen. Ich habe ihm das vor ein paar Wochen geschrieben. Er weiß, dass wir jetzt genau hier stehen und dass wir jetzt genau für seine Freiheit kämpfen und dass wir ihn da rausholen werden. Und wir werden nirgendwo hingehen, bevor Julian nicht mit seiner Familie und mit seiner Frau vereinigt ist. Und wir freuen uns auch ganz besonders, dass wir heute Unterstützung bekommen haben aus Magdeburg. Und ich möchte jetzt einen Redner ankündigen, das ist John Lucas vom Bündnis Sarah Wagenknecht, der jetzt auch noch mal ein paar Worte sagen wird. Vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Ich finde den Anlass besonders wichtig, weil Julian Assange, dazu haben wir uns letzte Woche auch als Partei bundesweit geäußert, eben ein politischer Gefangener ist in einem Land, von dem immer wieder von Pressefreiheit, Moral, in dem große Reden gehalten werden, von der wertebasierten Außenpolitik und den großen hehren Zielen, die wir im Land verfolgen, immer noch, sag ich mal, toleriert wird oder mindestens geduldet wird, dass wir trotzdem auch politische Gefangene, die eben Kriegsverbrechen von Verbündeten von uns aufgedeckt haben, im Gefängnis sitzen. Und ganz spannend fand ich die Diskussion vor allem in Bezug auf die wir vor einem guten 2-3 Monaten bei Nawalny geführt haben. Praktisch ist jemand gestorben, der politisch gefangen war, was zu verurteilen ist, und die ganzen Leute von der Bundespolitik bis in die Länder rein haben große Reden gehalten von Pressefreiheit ist in Gefahr und wir können schauen in Ländern, wo die Presse nicht toleriert wird und wo Leute in den Knast wandern, wenn sie aufdecken, dass ihre Regierung das und das tut, und gleichzeitig tolerieren wir das permanent. Wenn das dann mal zum Thema kommt, dann ist entweder Whataboutism oder es werden die spannendsten Moralapostel ausgepackt wie sexualisierte Gewalt und durch die Enthüllungen von WikiLeaks seien ja Menschenleben gefährdet worden. Praktisch wird die Argumentation sofort gesetzt, dadurch, dass man Kriegsverbrechen aufdeckt, hat man Menschenleben gefährdet. Das ist in seiner Schizophrenie eigentlich gar nicht zu übertreffen, aber es ist die ganze Zeit Thema und es ist die ganze Zeit Duktus. Und ich finde es ganz entscheidend, und das ist uns auch ganz wichtig, das ist auch Abgeordneten unserer Partei ganz wichtig, wie zum Beispiel Sevim Dadlen, die neulich in London war und eben bei den Demos zur Freilassung von Julian Assange mit dabei war und auch gesprochen hat. Das sind Werte, die wir eigentlich verteidigen müssen. Martin Sonneborn hat mal gesagt, das ist so Demokratie, Menschenrechte und den ganzen anderen Scheiß, den wir sonst immer einfordern. Und das fand ich sehr passend. Das ist das, sag ich mal, was uns hoch und runter gepredigt wird. Das ist das, was hoch und runter im Fernsehen läuft. Und es ist das, was wir immer angeblich für uns einfordern. Das ist das, was wir an keiner Stelle, sei es in diesem Fall, aber auch in ganz vielen anderen internationalen Konflikten, einlösen. Es ist immer, sag ich mal, eine Militarisierung, die wir erleben, die immer aber im Kostüm der hohen Werte und der großen Moral kommt. Und ich finde es deshalb ganz toll, hier heute zu stehen, auch ganz wichtig, das Anliegen unter die Menschen zu tragen, und bin euch dafür sehr dankbar für die Einladung. Dankeschön.